Ja, Bernd, 2 zu 0 gegen den FC Vaduz. Ich denke, du bist zufrieden. Und welche Erkenntnisse vor allem konntest du aus dieser Partie jetzt ziehen? Ja, ich habe heute jedem nochmal die Chance gegeben zu spielen. Und ich denke, wir haben vor allem die erste Halbzeit sehr gut gemacht. Da haben wir wenig zugelassen. Die zweite war dann die Ordnung nicht mehr so gut. Das hat mir heute nicht so gut gefallen. Das können wir uns gegen eine gute Mannschaft nicht erlauben. Aber trotz alledem war es ein ordentlicher Auftritt. In der ersten Halbzeit einer, der für mich ein bisschen auffällig war, fand ich, war Patrick Weihrauch. Ja, er hat sich was zugetraut, hat Zucht zum Tor gehabt und auch ein schönes Tor gemacht. Und der hat es heute richtig gut gemacht. Einer, der möglicherweise die Rolle von Duckfuss einnehmen könnte. Und daran natürlich gleich anschließend die Frage, wie geht's, Netsch? Ja, das stimmt. Also erstmal zur ersten Sache. Paddy hat natürlich das Format, auch die Position zu spielen. Und Netsch wollten wir jetzt nochmal auf Nummer sicher gehen. Dann haben wir nochmal zum Professor Hendricks nach Werneck geschickt, dass er nochmal drauf schaut. Er hat immer noch Schwierigkeiten, er hat immer noch Schmerzen und es dauert mir jetzt ein bisschen zu lang. Deswegen wollen wir dann nochmal sicher sein, dass da nichts kaputt ist. Weil der Drama hat eben ein bisschen Rückenprobleme bekommen. Ist da irgendwie was anderes zu befürchten? Weißt du schon was? Nee, der hat einen Schlagfreund bekommen. Ist halb so wild. Danke. Ja, Patrick, 2-0 über Vaduz. Mit einer auffälligen Leistung von dir, wie bist du selber mit dir zufrieden? Ja, ich denke, wenn man ein Tor schießt und ja auch recht gute Aktionen auch nach vorne hatte, dann kann man schon auch zufrieden sein. Ich denke, wir hätten noch, so die ganze Mannschaft noch, wenn der letzte Pass besser ankommt, noch 2-3 Tore mehr machen können. Ja, aber sonst haben wir, denke ich, standen wir gut und haben auch gut nach vorne gespielt, schnell umgeschalten. Jetzt mit dem Duckfuss im Moment verletzt nach Hause, noch nicht so ganz klar, wie es mit ihm weitergeht, wie schwer das Ganze ist. Möglicherweise aber auch ein Platz, der dann von dir besetzt werden könnte innerhalb des Teams. Hast du zumindest gute Ansätze gehabt, das Spiel auch zu machen? Ja, ich denke, ich könnte die Position natürlich spielen, aber wir haben auch noch 3-4 andere Spieler, die sie spielen könnten. Wir hoffen natürlich, dass das Netz spielen kann. Wir wissen es auch noch nicht genau, aber ich denke, er kommt rechtzeitig.